und guten Abend auch von meiner Seite, von der Kommentatorenposition. Stimmung super hier in der Liternahalle. Man sieht es hier vis-à-vis. Proppenvoll, einmal mehr da die Fans vom RC Visp. Der Speaker hat schon vor zwei Monaten beim Achtelfinale gegen Davos gesagt, rücken zusammen, also zusammenrücken, dass da jeder seinen Platz findet. Also die Schlange von draussen, vor den Eingängen, vor Liternahalle. Einmal mehr dicht. Ja, wenn man die Einwohnerzahlen vergleicht zwischen Zürich und Visp, sollte es eigentlich 53-0 gewinnen. Visp 7'500 Einwohner, Zürich 400'000, also 53 mal mehr. Aber ein derartiges Resultat werden wir sicher nicht haben. Also, die Partie, die ist lanciert in der Liternahalle 2011, das Derby mit den Kloten Flyers. Nachher hat er immerhin 56 Nationalspiele gemacht, der Luca Hoffmann in der Reihe von den Kloten Flyers. Der Sohn übrigens von Uli Hoffmann. Also jetzt 2 Minuten auf der Strafbank und es ist 1-0 für den EHC Visp. Nicht Altdorfer, wenn ich so richtig gesehen habe, reicht da, jawohl. Schon nach gerade mal knapp 4 Minuten, Niki Altdorfer, nur 9 Sekunden. Ein Fischer braucht das Powerplay, kann er ausnutzen. Assists hat er William Rampusi gegeben. Chris Baltisberger über Ryan Keller. Dann ist es der Reto Schäppi, der da versucht nachzustochern. Man hat schon knapp gejubelt. Da haben wir so noch mal die Aktion mit dem Reto Schäppi. Viel Verkehr vor dem Goal. Ja, ist ja die Scheibe eventuell sogar drinnen. Der Schiedsrichter schaut so. Also ich wüsste nicht, dass das die Scheibe da verdeckt hat. Ja. Allenfalls der Keller noch reingemurkset. Es wäre das 8. Saison-Goal von Ryan Keller. Hat in der Meisterschaft angefangen. 7 Mal gefeuert. Und jetzt werden wir wieder gegen die Mitte zeigen. So ist es. Offiziell haben wir es 1-2, der Ausgleich für die ZSC Lions, Ryan Keller. Ja, also ich habe schon eins gekriegt, das Doppel zurückgelegt. Das ist sehr gut. Es tut ihm sehr gut. Das ist wirklich hervorragend. Und da ist das 2-1. Ein Raclette-Champagner-Goal vom Roman Wick. Trocken, abgeschlossen. Wumm! Und Durchstrecke vom Roman Wick nach 8 Spielen. Ohne Goal ist damit das Ende. Nach dem Zuspiel von Mike Künzle trocken der Roman Wick wie ein trockener Weisswein. Zack! Und es ist die Führung für die ZSC Lions. Da hoffen wir für die Lions-Fans, dass es ja keine Verlängerung gibt. Das längt es definitiv nicht auf den letzten Zug. Wir würden entweder empfehlen, das Rachel zu nehmen. Und jetzt ist die Scheibe drin. Jetzt ist der Lukas Führer bezwungen zum 2-2. Abgelenkte Scheibe von Fernando Heinen, die so schlussendlich unterbringt. 2-2 ist ziemlich skrill, ziemlich unübersichtlich. Ja, da sieht der Lukas Lührer natürlich unglücklich aus. Er lässt sich selber nachlenken, lässt sich für ihn wünschen. Standesgemäß führt der SCB gegen Tigers mit 2-0 und Jubu in der Malaschambri gleicht aus gegen Kloten Flyers mit 2-2 und da haben wir den vierten Streich von den ZSC Lions. Es ist der Ryan Keller, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl, Ryan Keller also mit seinem dritten Goal. Er besitzt absolut den Matchwinner mit 3 Goal. Bestimmt, ja, das wäre die Möglichkeit gewesen, um noch mehr Energie zu gewinnen. Ich denke, es wird jetzt schwieriger. Und jetzt dürfte das die definitive Entscheidung sein. So ist es. Ja. Und wer könnte so anders sein? Ryan Keller. Streich Nummer 4. 40 Goal für Ryan Keller. Ganz cool macht er das. 5-2 für ZSC Lions. Und er jubelt gar nicht richtig, weil er sich auch derart schon gewöhnt ist, hier in der Literne auch zu brechen. Hey, Herr Platz, 15 ist weiter im Offen.
Sie noch etwas später vor der Halle.